geht es dir gut? Soll ich dir vielleicht einen Kaffee machen? Oder vielleicht sogar den Rücken massieren? Wenn du glaubst, dass das die Aufgaben eines Feel-Good-Managers sind, dann liegst du komplett falsch. In diesem Video erfährst du, was seine wirklichen Aufgaben sind und bekommst auch noch 5 wertvolle Tipps. Moin Moin, ich bin Sebastian und das ist Sebastians Projekte, Teams und Menschen. Und wenn du mehr über Empowerment erfahren willst und wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Es ist eine Position mit vielen Namen. Feel Good Manager, Chief Happiness Officer, Befindlichkeitsbeauftragter oder auch mein Favorit, Chief Heart Officer. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass nicht ihre Produkte, Maschinen oder Prozesse ihr Kapital darstellen, sondern jeder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen. Statistiken zeigen auf, dass immer mehr Fehltage durch psychische Erkrankungen entstehen. Der Bedarf an Fachkräften ist weit höher als das Angebot. Firmen müssen für Mitarbeiter attraktiv sein. Es reicht nicht mehr, einfach nur offene Stellen zu haben. Das Gehalt ist nicht mehr der alleinige und wichtigste Entscheidungsgrund bei der Wahl des Arbeitgebers. Anerkennung, Wertschätzung, Selbstverwirklichung, das alles nimmt einen immer größer werdenden Stellenwert bei der Jobsuche ein. Heutige Unternehmen stehen also vor 2 großen Herausforderungen. Zum einen müssen sie sexy genug für neue Mitarbeiter sein, damit diese sich für das Unternehmen entscheiden. Und zum anderen müssen sie vorhandene Mitarbeiter halten. Und das wird immer mehr nur über die Unternehmenskultur möglich. Schauen wir uns doch mal die Ziele und Slogans einiger Unternehmen an. Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital. People first. Mitarbeiterbindung durch Mitarbeiterbegeisterung. Die individuelle Bedürfnispyramide. Nur wer sein Ohr an jedem einzelnen Mitarbeiter hat, weiß, was diesen glücklich macht. Ein werteorientierter Führungsstil, der den Mitarbeiter nicht als austauschbaren Leistungsträger sieht. Leider glauben viele Unternehmen, dass sie sich schon ausreichend mit dem Thema beschäftigen. Sie haben ja die Verantwortung hierfür an die Führungskräfte, die Projektmanager, Scrum Master, bla 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 weitergereicht. Die kümmern sich schon um ihre Leute. Und das machen sie auch. Für ihre Leute, für ihre Teams und für ihre Bereiche. Aber abhängig von der Unternehmensgröße können sie das nicht für das ganze Unternehmen machen. Hier kommt das Feel-Good-Management ins Spiel. Es wird oft belacht, ignoriert oder sogar zur Seite geschoben. Ein passendes Zitat sagt: People forget what you said, people forget what you did, but they will never forget how you made them feel. Macht es nicht Sinn, Personen im Unternehmen zu haben, deren Hauptziel darin besteht, das Unternehmen zu einem Ort zu machen, an dem sich Mitarbeiter wohlfühlen, wertgeschätzt fühlen und aber auch selbst verwirklichen können? Es gibt viele Aufgaben, die wichtig sind, aber oft genug vergessen werden oder einfach nur stiefmütterlich behandelt werden. Und ich rede nicht davon, dass Feel-Good-Management dafür da ist, Partys und Yogakurse zu planen oder einfach die Leute zu bespaßen. Ich rede von Aufgaben wie die Firmenkultur vermitteln, insbesondere für neue Mitarbeiter, ein positives Arbeitsklima schaffen und erhalten, nachhaltige Feedback-Kulturen etablieren und fördern, Mitarbeiterbedürfnisse erkennen und unterstützen, aber auch die körperliche, seelische und geistige Fitness der Mitarbeiter fördern. Das alles sind Themen, in welchen viele Unternehmen noch Aufholbedarf haben. Und es nichts schaden kann, Personen im Unternehmen zu haben, deren Hauptfokus auf genau diesen Themen liegt. Die Anforderungen an solch eine Person oder Personen sind sehr breit gefächert. Kontaktfreudig und proaktiv. Es ist keine Lösung zu warten, bis die Probleme von selbst zu einem kommen. Empathie und Moderationsfähigkeiten sind ein Must-have. Auch für Konfliktsituationen. Sie müssen ein offenes Ohr für jeden haben. Teamfähigkeit sowie Motivations- und Begeisterungsfähigkeit. Sie müssen einfach Spaß haben. Eine positive Lebenssicht, Humor und Selbstreflexion. In sich reinschauen, aber positiv nach außen strahlen. Sie sollten auch ein Organisationstalent besitzen und Erfahrung in der Personalentwicklung und im Coaching haben, denn sie arbeiten direkt mit den Menschen zusammen. Fällt dir etwas auf? Vieles hiervon sind auch Anforderungen an Führungskräfte, Projektmanager, Scrum Master und viele andere Personen im Unternehmen. Es ist aber nicht ein Entweder-Oder, es ist ein Zusammenspiel. Feel-Good Management ist das crossfunktionale Bindeglied zwischen Organisation und Mensch. Und zwar mit einem dedizierten Auftrag. Was sagst du dazu? Siehst du es genauso? Und nun zu den versprochenen 5 Tipps. Nummer 1. Feel-Good Management ist nicht die Aufgabe eines Einzelnen. Jeder ist verantwortlich. In kleinen Unternehmen oder Teams macht es vielleicht nicht Sinn, eine Vollzeitstelle zu haben.
Das entbindet aber nicht von der Verantwortung, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern. Nummer 2. Feel-Good-Manager sind keine Laufburschen. Niemand hat gesagt, dass sie alles alleine machen müssen. Sie sind auch dafür da, das Unternehmen und jeden Mitarbeiter zu befähigen und mit einzubeziehen. Nummer 3. Jede Führungskraft ist zum Teil auch Feel-Good-Manager. Denn Wohlfühlen und Wertschätzen muss sich auch in der täglichen Arbeit widerspiegeln und nicht nur beim Kicker, auf der Party oder in Feedbackgesprächen. Nummer 4. Feel-Good-Management muss frei sein. Es darf nicht an starre Prozesse und Kostenfreigaben gebunden sein. Gebt ihnen ein Budget und vertraut ihnen. Das Ergebnis ist vielleicht zu Anfangs nicht messbar, aber es ist fühlbar. Und der letzte Tipp, Nummer 5, geht direkt an die Feel-Good-Manager. Seid präsent und transparent. Der Mitarbeiter muss wissen, dass es euch gibt. Er muss sehen, was passiert, damit er erkennt, das Unternehmen und ihr kümmert euch um ihn. Er ist euch wichtig. Wie es aussieht, wenn ein Unternehmen kein Vertrauen zu seinen Mitarbeitern hat, erfährst du in meinem anderen Video. Die Frage des Tages: Was macht dein aktueller Arbeitgeber, damit du dich im Unternehmen wohlfühlst? Hat mein Video dir einen anderen Blickwinkel auf Feel-Good-Management gezeigt? Oder einfach nur deine Vorstellungen bestätigt? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Empowerment erfährst.